sie von Anziehen, sagt alles. Ich schätze seinen Humor nach wie vor und vor allem diesen kleinen Jungen, den man jetzt mit 80 immer noch sieht in ihm. Also der ist nie verschwunden. Der Karl schon, aber nicht der Valentin, sondern der Valentin. Ja, super. Ja, der war ja Karl Valentin Original. Ich sehe ihn jetzt noch mit dem Radl fahren. Das ist ein Zauberkasten. Original, der Wahnsinn. Robert, wann haben wir mal die Zeitung? Schieben wir da Wasser rein. Oho! Das bringe ich. Kein Wasser mehr da. Seht ihr es? Habt ihr gesehen, oder? Sepp ist ein sehr, sehr geradliniger Mensch, der immer, auch wenn es ihm nicht immer, sagen wir mal, zugute kam, immer seine Meinung gesagt hat. Er hat nie sich irgendwie so hingestellt, als ob er was Besonderes ist. Und obwohl er ja so viel geleistet hat, findet er es, glaube ich, immer noch nicht so außerordentlich. Also zum Beispiel hat er mir eher gelernt oder beziehungsweise vorgelebt, dass man halt weiß, wo man herkommt. Na, unschwer zu erkennen, das ist der Frust eines Tennisspielers über seine eigene Leistung. Und das ist der Sepp, so wie er leibt und lebt. Ein echter Bayer, ein Grandler. Und das, was bei ihm bewundernswert war, das ist, er konnte von einer Sekunde auf die andere umswitchen. Wenn sich irgendeine Situation anbot, einen Witz zu erzählen oder einen Schmäh zu machen, ist er sofort zum lustigen Sepp geworden. Aber im Grunde ist der Sepp ein ernsthafter Mensch. Ich kann ihm gratulieren zu seinem Geburtstag, was er geschaffen hat und wie er es geschaffen hat, vor allen Dingen. Auf eine menschliche Art und Weise ist er ein großer Weltfußballstar geworden. Das ist einfach seine Hinterlassenschaft. Die Anfänge einer großen Karriere. Sepp ist der mittlere von drei Brüdern. Wir haben alles gehabt, nur kein Geld, sagt er heute über seine Kindheit in Haar bei München. Für uns alle war, glaube ich, der soziale Aufstieg war die Triebfeder. Wir kamen, wie Sie richtig sagen, aus kleinen Verhältnissen, Handwerkerfamilien oder bei Franz, der Vater, bei der Post. Es war die Chance, über den Fußball den sozialen Aufstieg zu schaffen. Und den haben wir konsequent versucht einzuhalten, mit viel Arbeit, mit großem Engagement, mit Ehrgeiz. Und dieser Ehrgeiz hat auch dazu geführt, dass wir doch alle zusammen extrem viel Erfolg hatten. Sepp ist ein überaus begabter Turner und als Stürmer beim TSV Haar sogar Torschützenkönig. Als sich der Torwart des TSV die Hand bricht, stellt der Trainer Sepp ins Tor. Ausgerechnet in einem Spiel gegen die B-Jugend des FC Bayern. Das Debüt des neuen Torwarts endet 0:12. Trotzdem erkennt der Bayern-Trainer sein Talent. Ich werde es nie vergessen, der Sepp hat immer gesagt, zwischen seiner Torlinie und dem Elfmeter, das ist mein Bereich. Und wenn mir da in eine Quere kommt, der Gegner ist sowieso, den mache ich sowieso platt. Aber wenn auch ein eigener dabei ist, ich haue euch den Kopf runter, wenn ihr nicht weggeht. Das war der Sepp, der war sensationell. Sepp hat einmal gesagt, weil wir sagen, du Sepp, du fliegst nicht so wie die anderen Torleute. Dann sagt er, Bulle. Da, wo die hinschießen, da stehe ich, brauche keine Parade machen. Selbst ein Fluch. Auch zu Hause ist Sepp gefordert. Tochter Alexandra kommt 1970 zur Welt.
Der Papa, ehrgeizig. Das ging nicht. Ich glaube, er ist einmal nur richtig sauer geworden, da habe ich ihn an den Haaren gezogen. Aber richtig fest an den Haaren gezogen. Und, aber ansonsten kann ich ihn gar nicht. Nee, der war nie streng. Ja, es ist beim Dressurreiten, das ist halt mit der Bewertung wie beim Eiskunstlauf. Und da gab es halt schon die ein oder andere Situation, wo er nicht so ganz zufrieden war. Und dann hat er sich mal den Richter geschnappt. Da fällt er dann aus der Haut. Und dann sollte er sich auch schon das ein oder andere Mal entschuldigen. Den Schalk im Nacken. Ob als Papa, Schauspieler, Zauberer, Sänger oder Wortakrobat. Sie sind doch der Karl Valentin. Der Karl schon, aber nicht der Valentin, sondern der Valentin. Sie sagen ja auch nicht Walltrottel, sondern Volldepp. Also zur Person, Name? Franz. Genauer. Na, das wissen Sie doch. Beruf? Beckenbauer. Gerd Müller, Sepp Maier und Franz Beckenbauer. Sie bilden in den 70er Jahren den Kern des FC Bayern und der Nationalmannschaft. Zusammen werden sie dreimal in Folge Europacup-Sieger, Weltmeister, Europameister und viermal Deutscher Meister. Das war die Weltachse eigentlich, weil das waren alle drei Weltfußballer. Ajax hatte mal den Cruyff, Santos Brasilien hatte den Pele, aber nicht mehr nur einen. Aber wir hatten ja das Glück, dass wir die wichtigsten Positionen besetzt hatten. Torwart, Libero und der vorne die Kisten macht. Zwei Jahrzehnte hütet Sepp das Bayern-Tor. Mit 473 Bundesliga-Einsätzen ist er bis heute Rekordspieler beim FC Bayern. Dreimal Fußballer des Jahres, als Torwart. Und das in einer Zeit mit Müller, Beckenbauer, Overath, Netzer. Er ist ein Mensch, der große Qualitäten hat. Und das hat ihn auch zu diesem großen Fußballer gemacht. Der rechts und links Verständnis gehabt hat für viele Dinge, seine Position interpretiert hat, wie ein echter Weltstar und der als Mensch unschlagbar war. Und ich freue mich, dass er ein solches Lebenswerk geschaffen hat, was unvergesslich ist. Wenn da nur nicht dieses eine Laster wäre. Schnupftabak, wenn man das alles zusammenzählt, glaube ich, der Kilimanjaro würde nicht ausreichen, um ihn zu bedecken. Bei jeder Gelegenheit hat er sein Döschen rausgeholt, zum Schluss manchmal mit so einem kleinen silbernen Löffel. Also es war, und die Mengen, die der sich in die Nase reingedonnert hat, da hat man ja gar nicht gewusst, dass da so viel reinpasst. Und dann macht man natürlich das auch mit dem Pinsel, wenn ein bisschen dreckig ist. Ein bisschen abputzen. Rechts, links, Herz und zurück. Rechts und auf. Auch als Torwarttrainer kommt die Gaudi nicht zu kurz. Nach Jean-Marie Pfaff nimmt er Oliver Kahn unter seine Fittiche und macht ihn zum achtmaligen deutschen Meister, Europameister und Champions-League-Sieger. Was zeichnet unsere Freundschaft aus? Ich habe sofort gemerkt, der Sepp ist offen, nicht hintenrum, kein linker Typ, der dir in die Augen schaut und was anders sagt, als er denkt. Und das waren immer Situationen, die waren kurz und bündig, offen, ehrlich, sauber. Das ist der Sepp. 80 Jahre Sepp Maier. In diesem Stil. Doch wie sagt er selbst, wer gesund ist und der Gaudi hat, ist nicht alt. Mein Sepp, jetzt ist es soweit. Die 8 ist erreicht. Du hast sie mit Bravour gemeistert. Alles Liebe, alles Gute, Gesundheit, mein Freund. Hallo, lieber Seppi, mein Freund. Zu deinem jungen Geburtstag, zu deinem 80. wünsche ich dir natürlich alles, alles Liebe, alles Gute. Viel, viel schöne Golfrunden mit deinem Schatz. Und dass wir uns bei meinem Turnier, das ist ja bald nach deinem Geburtstag, treffen und dann machen wir wieder einen schönen Abend zusammen. Also in diesem Sinne, Seppi, toi, toi, toi.
dass er sein liebstes Hobby, das Golf, noch möglichst lang machen kann und dass es vielleicht dann doch mal mit der Trainingsstunde von Tiger Woods klappt. Ja. Lieber Sepp, du bist der Letzte in der großen Drei. Deswegen wünsche ich dir alles, alles Gute zu deinem 80. und dass du die Fahne dieser drei möglichst lange hochhalten kannst.